Ich bin schock, wie viel es ist. Also man hat schon gesehen, dass es viel ist, aber es ist noch mehr als gedacht. Ich habe mir tun Körperregionen, wo ich dachte, die wären schon mit 13 Jahren abgeschaltet. Ja? Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video. Mein Name ist Danny und ich freue mich, dass du meinen Kanal entdeckt hast. Das ist der zweite Teil von Hilfe, wir haben ein Haus geerbt. Es ist wirklich, ja, nicht viel passiert seit dem letzten Video, außer dass ich euch jetzt das Haus gezeigt habe und wir jetzt in die Entrümpelung gehen. Ich zeige euch gleich die Straße, die ich gesperrt habe. Straßensperre kostet Geld, auch in Berlin, man glaubt es gar nicht und man muss ja auch einige Tage mit berechnen. Ich habe über ein Container-Service, zwei riesengroße Container bestellt. Die bleiben dann auch erstmal 4 Tage hier in der Straße, die wir jetzt mit dem ganzen Sperrgut voll machen. Es sind eingeladen Maxim und mein bester Kumpel, die auch im Tag verteilt kommen werden. Es ist jetzt, da ist die grusige Wanduhr, es ist jetzt so 6:30, das heißt, wir sind wirklich noch früh am Morgen. Bleibt dran, schaut euch das Video an, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Da ist das eine Halteschild dort und da ist das zweite direkt an meinem Auto. Und das sind diese 15 Meter Straße, die ich jetzt gesperrt habe, um dort die Container abzustellen, direkt an der Einwohnerstraße. Wahrscheinlich schlafen jetzt auch alle und alle werden ausflippen, warum Familie Pelletier hier die ganze Straße sperren. Falls ihr das andere Video noch nicht gesehen habt, nämlich diese Roomtour zu diesem Haus und wie voll gerüppelt es ist, schaut euch es definitiv an. Es ist einfach nur eine Katastrophe, wie voll dieses Haus ist. Vor allen Dingen, man findet überall Dinge, aber wer glaubt, dass hier was von Wert liegt, der hat sich getäuscht. Okay, die Container sind da. Kleiner als ich dachte irgendwie, wobei ich weiß es nicht, ich bin verunsichert. So, Freunde, ich würde sagen, die Container sind jetzt da. Ja, ich freue mich. Es sind wirklich richtig große Container und ich glaube, jetzt sind alle Nachbarn wach. Es war morgens um 7 ein bisschen unangenehm. Aber ja, so sieht das aus. Ich denke mal, es ist ganz spannend, wenn man mal reinguckt, dass da doch mehr Platz drin ist, als ich dachte. Und vor allen Dingen sagt der Lieferant keine Flüssigkeiten. Ich würde sagen, es ist sehr flüssig da drin. Ja. Die Container sind jetzt vor Ort und ich warte jetzt noch kurz auf Maxim und dass es 8 Uhr ist. Ich kann nicht morgens um 7:30 Uhr anfangen, die Container zu befüllen. Es macht ja einen Megakrach und ich möchte nicht gleich hier mit den Nachbarn Stress haben. Tja, Freunde, und so sieht das aus, wenn man anfängt, jetzt erstmal die Schränke leer zu machen. Ich meine, man findet so Sachen, wo man denkt, oh, okay, Schuhe, aber die wurden schon getragen und die Frage ist halt, verkaufen kann man das halt dann auch wirklich nicht mehr. Also es ist halt wirklich schwierig herauszufinden, was will man behalten. Man hat halt viele Elektroartikel. Elektroartikel dürfen aber auch nicht in diesen Container. So, Freunde, wir sind schon voll am Werk. Inzwischen ist mein bester Kumpel da und Maxim ist da. Und wir sind überrascht, wie viel doch in diese Container reinpasst. Ich glaube, wir haben alle nicht so wirkliche Augenmaß. Wir sind gut dabei. Es ist jetzt so gerade 11, glaube ich. Und wir haben schon richtig viel im Erdgeschoss entrümpelt. Allerdings ist der andere Bereich noch wirklich richtig, richtig voll. Ich bin mega gespannt, wie lange wir brauchen, ob wir überhaupt alles geschafft kriegen. Maxim, bist du da? Ich bin Willst du auch aufgeregt. mal Hallo sagen? Freunde. Wie geht's dir? Hallo. Bist du die Entrümpler-Königin? Ich bin vom Trödeltrupp. Du versteckst dich hinter meinen dicken Kopf. Ja. Will Daniel auch in die Kamera? Freunde, Ja. ich bin schock, wie vieles ist, also man hat schon gesehen, dass es viel ist, aber es ist noch mehr als gedacht. Irgendwie, wenn man das, also ihr müsst euch vorstellen, man fässt ja jedes Teil einzeln an. Und wenn ihr 500, 600, 700 verschiedene Gläser und Teller, Tischdecken, Freunde, alles da, alles. Wir wären für die Apokalypse bereit Hast du aber gewesen. schon darüber gesprochen, dass wir die Sachen natürlich nicht wegwerfen, weil es noch gute Sachen sind, sondern lassen alles Naja, wir Sachen, die. verschenken einiges. Es Ja. geht einiges in die Altkleidersammlung. Ein bisschen Porzellan geht raus. Aber es ist hier einfach nichts vom Wert. Also man kann nicht sagen, oh, das ist was wert. Das Haus hat hier keine Wertsachen, die man verkauft bekommt. Selbst ein Fernseher, der, keine Ahnung, 10 Jahre alt ist, dafür kriegt man nichts mehr. Das wird halt alles dann doch abgeholt. Vor allen Dingen sind auch teilweise Sachen, die kann man halt auch nicht mehr einfach verschenken oder spenden, weil sie kaputt gegangen sind. Gläser und Tassen mit Sprüngen, sonst hätte man das ja alles spenden können. Aber, also es ist schon einiges weg an Spenden, aber
Du kannst eigentlich das ganze Haus spenden. Ich zeige euch mal, wie die Räume jetzt aussehen. So, man sieht ja, hier ist der Eingangsbereich und hier habe ich schon extrem viel weggewerkelt. Das war tatsächlich so der erste Raum, den ich angefangen habe. Ja, hier ist alles noch beim Alten. Man ist halt überrascht, was in der Küche so alles drinsteckte. Das ist halt alles auch so nach und nach rausgenommen worden. Porzellan hin wie auf, das wird für Polterabende benutzt. Spülmittel dürfen nicht weg, aber es ist schon definitiv leerer. Wenn man jetzt hier weitergeht, sieht man auch, dass dieser Raum ja auch schon leerer ist. Ich muss niesen. Staub. Ja. Was ein gutes Gefühl ist, dass die Container noch nicht voll sind, obwohl schon so viel drin ist. Die Schränke sind leer. Maxim hat ein bisschen was getrunken. Das war das Wohnzimmer. Und wir sehen, es gibt auch jede Menge Klopapier in dem Haus. Auch hier ist schon sehr, sehr viel weggegangen. Ja. So sieht das aus, wenn wir jetzt erstmal den ersten Kleiderschrank leer gemacht haben. Das sind halt alles Sachen, die wir spenden, aber das sind extrem viele Kleidersäcke. Oh, hallo Auto. Ja, es geht gut voran. Es geht gut voran. Wollen wir mal über diesen schönen Garten sprechen? Also der Garten ist so wirklich das, wo ich sage, das ist das Schönste. Hinten ist ein großer Grill, nochmal eine zweite Terrasse. Ja, da ist ein Baum. Vielleicht ist es ein Apfelbaum. Und da hinten kann man dann so einen kleinen Pool sogar hinstellen. Ja. So, Freunde, es ist kurz Pausentime. Oh Gott, es ist jetzt inzwischen 14 Uhr und wir haben den oberen Bereich des Hauses betreten. Ihr erinnert euch, der Teil mit dieser verrückten Treppe. Ich bin so kaputt. Maxim ist in der Küche. Ja, und schüttet die Flaschen aus. Aber zur Abwechslung kocht er nicht, sondern er gießt Alkohol weg. Es ist noch so viel zu tun, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich zeige euch jetzt mal genau das, was ich sehe. Zeugs. Überall liegt Zeugs. Überall. Hier ist Zeugs. Da ist Maxim. Da ist Zeugs. Ach ja, das Bad habe ich euch in meiner Roomtour noch gar nicht gezeigt. Stimmt, ja. Wer die Roomtour noch nicht gesehen hat, das ist der andere Teil. Gott, ich kann nicht mal richtig sprechen. So kaputt bin ich. Ich liebe diese Treppe. Da oben ist auch noch Zeugs. Ja. Wir sind jetzt auf der Terrasse oben und jetzt zeige ich euch mal, wie die Container aussehen. Also hier haben wir erstmal noch weitere Kleidung gesammelt, aber wenn man von hier oben mal in die Container guckt. Schon ziemlich voll, oder? Alter Schwede. Aber die ganze Straße ist am Umbauen. Naja. Es ist 19 Uhr und wir haben wirklich jetzt insgesamt 4 Tonnen Schrott aus diesem Haus geholt. 4 Tonnen. Es ist echt heftig und es ist noch mehr im Haus. Es ist noch lange nicht vorbei. Ich glaube, ich muss neue Container bestellen. Schatz, möchtest du nochmal wiederholen, was du gerade gesagt hast? Ich habe mich gerade gefragt, warum dieses Ding, wenn man hier tritt, es läuft, aber es hat immer so ein... Trittverhehler. Und möchtest du sagen, was ich gesagt habe? Bei all den Problemen, die wir mit dem Haus haben, ist das das kleinste Problem. Nee, ist das das Problem, was mich am wenigsten interessiert. Oder so, Frechheit. Aber ich wollte so gerne eine Runde Fahrrad fahren. Tatsache ist, das der zweite Tag der großen Entrümpelung. Und wir haben was weggekriegt, ja. Was eine Menge Geld gekostet hat, ja. Aber das Haus ist halt noch nicht entrümpelt und wir brauchen noch wirklich den Entrümpler zusätzlich, um einfach auch den ganzen Sperrmüll wegzukriegen. Wir haben halt wirklich Sofas und ich habe sie bei eBay Kleinanzeigen versucht zu verschenken. Wie gesagt, du kriegst da keinen müden Taler mehr dafür zu verschenken. Es will keiner das haben und man kann es nicht verübeln, aber ich muss es ja trotzdem irgendwie loswerden. Deswegen haben wir jetzt gleich einen Termin mit dem Entrümpler. Der geht dann mit uns nochmal komplett durch den Palast. Maxim lacht. Und dann hoffen wir, dass wir irgendwas wegkriegen. Warst du eigentlich schon mal oben mit der Kamera? Na, im ersten Video. Mhm. Warum? Ja, da ist ja auch noch. Also das ist so... Ich komme, meine Freunde. Ich sitze hier wieder Babbo. Hallo. Mit meinem Zollstock. Ich glaube, also unten haben wir echt viel geschafft. Und selbst wenn wir die Möglichkeit hätten, diesen ganzen Sperrmüll rauszukriegen, unten... Hast du gerade Spermien gesagt? Sperrmüll. Unten, kein Problem. Hier... Tricky. Da oben? Unmöglich. Wir könnten aus dem Fenster alles werfen, 3 Etagen runter. Nicht mal das geht, stimmt. Weil du hast ja keinen direkten Fensterkontakt zum Boden.
von oben. Also wir könnten das hier runterwerfen ins Wohnzimmer und aus dem Wohnzimmer auf den Balkon und vom Balkon auf die Straße. Ein Problem habe ich euch noch gar nicht erzählt. Wir haben gestern ein Dachfenster geöffnet, nur um Luft reinzulassen, und wir hatten dann vom Dachfenster den Griff in der Hand. So, das ist eine Reparatur, die muss natürlich sofort repariert werden, weil ein offenes Fenster, ein Dachschrägenfenster, das kaputt ist. Warte, ich zeig euch das mal. Das kann ich hier vom Sitzen aus machen. Ihr seht ja hier diese Dachschrägen. Und da seht ihr hier diesen Griff. Und der ist abgebrochen. Ja, und weil wir in Berlin natürlich auch mit Regenfällen zu kämpfen haben, mussten wir Tatsache heute noch diesen Griff besorgen. Und Freunde, könnt mir jetzt mal in die Kommentare schreiben. Du holst schon Luft, du willst schon was sagen, ich krieg das mit. Ihr könnt mir jetzt mal in die Kommentare schreiben, was ich glaube, was so ein blöder Fenstergriffhebel kostet. Ein Griff. Noch nicht mal den Griff, die Plastikhebel. Aber also auch die Plastik. Krass, dass das Fenster dann nicht zugeht. Also ich meine, seit wie vielen Jahrhunderten gibt es Fenster? Seit vielen. Gut, da musst aber du dabei bewusst sein, dass du ein Fenster auch notfallmäßig schließen musst, irgendwie. Aber dann braucht man ja auch keine Fenstergriffe generell mehr. Naja, jedenfalls wollen wir unsere hübschen Köpfe damit nicht kaputt machen. Wenn ihr jetzt in die Kommentare geschrieben habt, ja, so 10 Euro, vergisst es. 164 Euro für zwei blöde Plastikdinger. Ja, ja. Wenigstens ist das Fenster jetzt wieder zu. Wir sind immer noch hier. Wir sind immer noch hier und warten jetzt auf den ersten Entrümpler, um uns erstmal ein Angebot zu holen, wie viel er denn haben möchte. Haben wir noch was zu sagen? Ich hab nichts mehr zu sagen. Ja. Erstmal nicht. Aber wir haben schon viel geschafft. Das ist schon krass. Also 4 Tonnen haben wir rausgeholt. Müsst ihr euch mal vorstellen. 4 Tonnen. Ich bin vorhin reingekommen und dachte, wow. Also klar, wir haben es ja gestern gemacht, aber wenn man dann noch eine Nacht nochmal drüber schläft und dann hier reinkommt und die Muskeln spürt. Ich habe mir tun Körperregionen weh, wo ich dachte, die werden schon mit 13 Jahren abgeschaltet. Ja? Die tun mir jetzt weh, Freunde. Ja. Meine Knie tun weh langsam. Ich bin auch nicht mehr die jüngste Maus hier. Das stimmt. Oh. Ja, wie gesagt, jetzt warten wir auf den Entrümpler und dann werden wir nochmal ein Statement geben, aber ich weiß nicht mehr in welchem Rahmen. Wir sind einfach nur durch. So, ich bin wieder zu Hause. Maxim ist gerade noch in der Küche, aber ich wollte jetzt diesen zweiten Teil des Hilfe, ich habe ein Haus geerbt beenden, denn ja, es gibt leider auch nicht so gute Neuigkeiten. Ich hatte ja erzählt gehabt, dass wir auf den Entrümpler gewartet haben, um dort eine legendäre... Komm ruhig her, Schatzi. Ich zeig dich auch nicht. Du hast ja keine Hose mehr an. Nein. was wollte ich sagen? Genau. Wir haben halt auf den Entrümpler noch gewartet und haben halt gedacht, okay, komm, mach uns mal ein Angebot. Was kostet uns das denn, wenn du das alles entsorgst? Ja, ich meine, sind wir mal ehrlich, so eine Sofagarnitur, auch wenn die 20 Jahre alt ist, die ist ja nicht schlecht. Die ist ja einfach nur im Weg. Und in der Regel werden die irgendwie aufbearbeitet, dann werden sie auch nochmal weiterverkaufen. Das ist uns ja klar gewesen. So, ja. Und ich hatte halt da mit einem geschrieben, der kam dann vorbei, hat gesagt so, ja, er entrümpelt das gesamte Haus für, keine Ahnung, 1200 Euro. Ich habe gesagt, ja, okay, können wir machen. Und dann war er dann da und auf einmal habe ich das Gefühl gehabt, wir sind hier auf dem Bazar, wenn ich das so sagen darf, weil wir nur gehandelt haben. Und ich habe halt zu ihm gesagt, ey, 1200 Euro war so die Absprache. Er meint so, ja, ja, nur für die Schränke. Ich habe gesagt, okay, für 1200 Euro behalte ich den Schrank und bemal den oder so, ja. Also es war ein sehr, sehr unangenehmes Gespräch und eine große, große Zeitverschwendung, weil wir quasi, ja, 2 Stunden auf den Herrn gewartet haben. Also so ging quasi dieser Tag vorbei und damit geht auch dieses Video vorbei. Ich bin gespannt, wie der dritte Teil wird. Freust du dich schon, Schatz? Sehr. Bin gespannt. Wie sehr weit sind wir gekommen in der Entrümpelung? Na, heute nicht so weit. Nee, heute nicht. Wir sind einen Schritt weiter an den Nervenzusammenbruch. Ja, aber wir haben dafür gestern wirklich richtig viel geschafft. Ich habe euch ja die Container gezeigt. Es waren ja circa 4 Tonnen. 4 Tonnen, was wir zu dritt rausgetragen haben. Von morgens um 6 bis abends um 19 Uhr. Das war wirklich krass, was wir da rausgeholt haben. Ja. Also so viel Kram. Und es lichtet sich ja auch. Also man sieht ja auch, dass man was geschafft hat. Die Stimme aus dem Hintergrund. Wie gesagt, das haben wir wirklich gut gemacht. Ich bin Maxim und meinem besten Kumpel Daniel sehr, sehr dankbar, dass sie mir dabei geholfen haben. Und ich bin auf den dritten Teil gespannt. Ich denke mal, im dritten Teil werden wir das Haus dann fertig entrümpelt sehen. Weil wir werden es jetzt auf eigene Faust machen. Diese Entscheidung ist heute auch gefallen. Wir werden wieder einen Container mieten. Wir werden wieder einen Transporter anmieten. Und dann werden wir halt wirklich anfangen, den Rest selber zu zerkloppen, wegzufahren. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Das könnt ihr unter diesem Video tun und die Glocke aktivieren. Dass ihr benachrichtigt werdet, wenn es ein neues Video von uns gibt. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Bis bald.